Grenzen. Nein. Jetzt haben wir irgendwas gehört vom Wege, dass die Zahlen von Corona hochgehen. Anstatt sie sich jetzt anständig und vernünftig verhalten, ja, da tun sie jetzt wieder alles falsch verstehen. Zum Beispiel, dass wir demnächst kein Toilettenpapier mehr haben, kein Nudeln, kein Hefe und kein Mehl. Das ist doch Schwachsinn. Wir haben hier eine Pandemie, aber keine Nahrungsverknappung und keine Toilettenpapierverknappung. Ihr könnt ruhig normale haushaltsübliche Anzahlen kaufen, aber doch nicht der Hunderte von Rolle Klopapierhorte, damit die anderen nichts mehr kriegen. So ein Schwachsinn. Ihr macht doch selbst die Verknappung mit diesen Hamsterkäufen. Und dabei stimmt gar nicht, was so erzählt wird. Bei uns wird erzählt, die Grenze wird wieder zu Frankreich zugemacht. Ist gar nicht wahr. Nee. Unser Ministerpräsident und der Präsident von Frankreich in die Region wollen nicht die Grenze zumachen. Also, was soll der ganze Quatsch? Hört auf mit dem Käse. Jetzt muss am DM hängt schon eine Zettel. Achtung, Grenze wird nicht zugemacht, damit die Leute sich nicht im Geschäft verschlagen um die letzte Roll Klopapier. So ein, also ihr seid nicht mehr ganz klüstrig. Jo, ne?